Warum? Jetzt hat das gewechselt. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Stream. Heute spielen wir die Demo von Phobia. Sankt Dinfner Hotel, Alter. So. Ja, keine Ahnung, was da gerade mit der Technik los war. Die hatte, glaube ich, keine Lust auf mich. Mal gucken, ob das Spiel mehr Lust auf mich hat. Ja, der hat eine Ankündigung als, Der hat eine Ankündigung, als wäre Darth Vader persönlich. Wenn das deine Interpretation ist. Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch? Ich bin mal gespannt. Lord Hämchen, genau. Ich bin mal gespannt, was das für ein Spiel ist. Strangey hat gemeint, dass das eine Fusion aus Resident Evil und das andere Spiel weiß ich nicht mehr. Sagt das vielleicht nochmal, Strangey. wäre. Und dass das ziemlich gut wäre. Und deswegen checken wir das mal aus, weil das nämlich eine kostenlose Demo hat. Ja, mal gucken, ob wir die heute durchkriegen. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Mal gucken, ob sich jetzt was zerlegt hier. Wir testen es einfach mal. Resident Evil 7, Resident Evil 2 und Outlast. Ah, okay. Nice. Hey, Giraffenlipper, Löchen, schön dich zu sehen. Du alter Google-Hupf. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Und gehen hier hin. So. Leider muss ich Stranger ein bisschen enttäuschen. Der meinte, dass ich hier im Dunkeln spiele. Aber wenn ich... Alter, ist das laut. Aber wenn ich im Dunkeln spiele, dann sieht das ungefähr so aus. Ich glaube... Ah, ist nicht so schön. Dann leuchtet hier von rechts mich mein PC rot an. Wir machen das lieber so. Boah, überbelichtet. So bin ich schön ausgeleuchtet, würde ich sagen. So, ach, ihr seht das sogar schon. Haha. So, Phobia, Sankt Dinfner Hotel. Press Enter Button. Mal gemacht. So. Im Story-Modus kannst du ein neues Spiel beginnen oder mit einem zuvor gespeicherten Spiel fortfahren. So, ich weiß nicht, womit man das am besten spielt, ob mit Maus oder Tastatur. Das finden wir ja raus. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir das mit Maus besser spielen können. Weil ich die ganzen Resident Evil-Spiele, meine ich, auch mit Maus und Tastatur gespielt habe. Outlast auch, glaube ich jedenfalls. Und ja, wir spielen mit Maus und Tastatur. Ich guck trotzdem einmal kurz in die Anzeigeeinstellung. Oh, und da fällt mir ein. Hoffentlich zerlege ich jetzt nicht alles. Ich mache nämlich mal eben MSI Afterburner auf. Weil wegen Undervolting und so. Okay, ich bin noch da, glaube ich. Zack. Ja, ich bin auch da. Dann machen wir hier wieder so. Übrigens, die Musik ist aus Resident Evil 1 ein Easter Egg. Ah, interessant. Es gibt auch noch gutes Horrorspiel auf Steam, und zwar Mortuary Assistant. Oh ja, Mortuary Assistant habe ich tatsächlich mal, ich glaube, das war bei Gronkh im Stream kurz gesehen. Das fand ich auch ganz interessant und ich glaube sogar, dass es auf meiner Wishlist ist. Aber meine Wishlist ist eher so ein optionales Ding. Also die ganz oben stehen, die hole ich mir meistens, aber darunter ist es eher so eine Merkliste für Spiele, wo ich schnell rankomme. Ja, aber noch bist du da. Sehr gut. Wir spielen mal auf Deutsch, dann versteht das hier auch jeder. Spieloption. Automatisch neuladen, bla bla bla. Schnittstelle. Schnittstelle? Hier kannst du festlegen, wie die Anzahl der Patronen in der Waffe auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ah, okay, interessant. Grafik. Hoch. Lassen wir einfach mal auf hoch. Und ganz wichtig, ihr seht es da oben wahrscheinlich gerade rechts. Die Grafikkarte ballert viel zu viel FPS raus. Wir machen V-Sync an. Und FPS auf 60. Anwenden. So, dann glüht mir hier nicht mein PC weg. das war der falsche Keybind. Der hier. So, okay. Der Rest passt. Zurück. Zurück. Und ich würde sagen, ab in die Geschichte. Ziele an Stellein ist etwas übersichtlicher. Was? Ziele an Stellein
Ich weiß gerade nicht genau, was du damit meinst. Wir schauen mal, ob wir das so hinkriegen. So, Geschichte. Neues Spiel. Ah, wir brauchen natürlich keine Hilfen. Wir sind richtige Profis. Weiter. Ziele anstellen. Ah, wir gucken mal. Wird geladen. Ich habe echt keine Ahnung, was uns erwartet. Mal schauen. Oh, my head. Blut. Was ich gerade schon sehe und was mir nicht gefällt, ist Tiefendings unschärf oder was das war. Guck mal kurz. Bla bla bla, Effekte. Blumen? Nee, das ist auch gut. Nachbearbeitung. Darunter fällt wahrscheinlich auch Motion Blur, oder? Das geht. Ein Horrorgame ist das schöne Rätsel hat. Ach, ein Horrorgame, das schöne Rätsel hat und gute 19 Stunden Spielzeit. Uiuiui. Okay. Hallo? Ui. Who's there? Da klopft irgendwer an. Wir machen mal noch nicht auf. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist ein bisschen schnell. Was haben wir denn hier? Lesen. Lieber Roberto. Ich habe dir noch ein paar Dinge hinterlassen, die dir helfen könnten. In dem Umschlag findest du eine Taschenuhr. Wann immer du eine Wanduhr findest, benutzt die Taschenuhr, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn ich richtig liege, sollte dies eine Brücke zu dem Zeitpunkt schaffen, die es dir ermöglicht, notfalls dorthin zurückzukehren. Also so eine Art Zeitreise oder so? Außerdem habe ich auf meinen Reisen ein spezielles Kameraobjektiv gefunden, das es dir erlaubt, dich mit verschiedenen Realitäten zu verbinden. Mit verschiedenen Punkten in der Zeit. Ah! Okay. Damit kannst du Dinge sehen, die sonst niemand sehen kann. Ich hoffe, dass wir uns bald endlich wiedersehen. Liebe Grüße, E. Können wir das. Wir haben das jetzt, glaube ich, sogar eingepackt. FBI, open up! Ja, ja. Nee, hört mal auf, hier anzuklopfen. Ich bin mal gespannt, wann der erste Jumpscare kommt. Die Demo ist auch recht umfangreich. Ich habe knapp 3 Stunden gebraucht. Ja, gucken wir mal, wie lange wir hier brauchen. Schauen wir mal. Aber wenn du 3 Stunden gebraucht hast, gehe ich auch mal davon aus, dass ich ungefähr so lang brauchen werde. Und dann würde das perfekt in den heutigen Stream passen. Metallobjekt, ein mysteriöser Gegenstand aus dem Hotel. Also ich muss sagen, ich spiele noch nicht so lange jetzt, aber von der Atmosphäre her gefällt mir das doch schon ganz gut. Ja, wir müssen nicht ziehen. Gehen wir hier, auch nur Stifte. Können wir auch nichts einstecken. Und da auch nicht. Alles useless Zeugs. Was haben wir hier? Nix. Ey, ist hier auch irgendwo mal was drin, was ich benutzen kann? Ah, ein Safe. Die Kombination ist bestimmt 1, 2, 3, 4. War wohl falsch. Na, Outlast und Resident Evil 2, Resident Evil 7 haben ja auch eine gute. Ja, gut, das stimmt. Ja. Wobei, Outlast 2, ich sag's immer wieder, das Spiel ist so abgefuckt. Ja, meine Güte, ich guck mich hier um. Hör mal auf zu klopfen, ich lass dich gleich schon rein. Gut, der Pizzalieferdienst hat natürlich auch keine Lust, jetzt im Regen zu stehen, aber naja. Wir müssen hier kurz die ganzen Sachen untersuchen. Aber hier ist echt nichts drin, was wir benutzen können. Was haben wir hier? Ein Rucksack. Können wir den aufmachen? Ah, den haben wir eingesammelt. Warte mal. Das erinnert mich doch sehr stark an Resident Evil. Besonders da unten mit der Lebensanzeige. Outlast fand ich immer langweilig. Ich würde nicht sagen, dass... Also Outlast 1 habe ich tatsächlich nicht gespielt, aber Outlast 2. Und ich würde nicht sagen, dass ich es langweilig fand. Ich fand es nur richtig abgefuckt. Also, es war mega, mega verwirrend. Alter. Vielleicht sollten wir den gleich wirklich mal reinlassen. Aber ich möchte mich hier erst noch umgucken. Was haben wir hier? Alles voller Codes hier. Mann, Mann, Mann. Ah. Da können wir bestimmt mit einem Dietrich durch. Okay, war es das schon? Okay, cool, dass wir den Stiftehalter aufheben können. Ist da vielleicht irgendwo ein Code?
Nein. Ein Handy. Es ist leer. Natürlich ist das Handy leer. Was haben wir denn hier am PC? Lesen. Wieder kleine Lesestunden. Ah, hallo? Wie kann ich scrollen? Ah, mit... Okay. Hallo Stefanie. Wie geht es dir? Ich heiße Roberto. Wir haben über das RSI-Forum miteinander gesprochen. Wie ich bereits erwähnte, habe ich gerade mein Studium als Journalist abgeschlossen und bin sehr an dem von dir erwähnten Vorschlag einer Untersuchung von Tris Trilhas interessiert. Ich interessiere mich sehr für investigativen Journalismus und glaube, dass dies der ideale Einstieg für meine zukünftige Karriere sein könnte. Ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören und weitere Informationen zu erhalten. Du kannst mich jederzeit kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Das ist ein langer Text, oh ja. Artikel über Tris Trilon, Trilhas. Kann das nicht lesen. Hallo Roberto, mir geht es gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dich für diese Geschichte interessierst. Seit ich mich erinnern kann, geschehen hier seltsame Dinge, die immer mehr Menschen aus der Stadt vertreiben. Es ist wirklich eine Schande, da die Stadt wirklich ein wunderbarer Ort ist. Ich schicke dir einen Link zu allen Informationen, die wir bisher haben, und bitte dich, alles sorgfältig zu lesen, bevor du den Job annimmst. Es ist uns sehr wichtig, dass es dir ein echtes Bedürfnis ist, hierher zu kommen, um die Vorschläge zu untersuchen. Ich zweifle nicht daran, dass dein Herkommen eine große Chance für deine Karriere sein wird. Je größer die Herausforderung, desto größer die Belohnung, nicht wahr? Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Liebe Grüße, Stefanie Freitas. Hallo Stefanie, entschuldige, dass ich dir schon so früh am Morgen eine E-Mail schicke. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dich so schnell wie möglich kontaktieren muss. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, die Berichte und Dokumente zu lesen, die du mir geschickt hast. Sie sind unglaublich. Die mysteriösen Geräusche, das Verschwinden von Gegenständen und Menschen. Das ist wirklich eine faszinierende Sache. Nach all diesen Informationen freue ich mich nun umso mehr, meine Taschen zu packen und nach Tris Trilhas zu kommen, um mich selbst zu überzeugen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Na, mich beschleicht das Gefühl, dass wir dahin gehen, wo dieser Brief hier herkommt. Wovon berichtet wird. Hallo Roberto, das sind tolle Neuigkeiten. Wir freuen uns schon auf deine Ankunft. Wahrscheinlich sind die Flüge in der Zeit vom 10. und 12. diesen Monats am günstigsten. An den Wochenenden sind die Flüge immer teurer. Als Unterkunft empfehle ich dir das Sankt Nutfa Hotel. Die Lage ist perfekt und die Preise sind relativ günstig. Ich kenne dort mehrere Leute. Sollst du Schwierigkeiten haben, ein Zimmer zu reservieren, schicke einfach eine E-Mail an calk@stdhotel.com.br mit dem Hinweis, dass Stefanie Freitas ein Zimmer gebucht hat. Sag Bescheid, sobald du im Hotel angekommen bist, damit wir uns treffen können. Liebe Grüße, Stefanie Freitas. Ich finde irgendwie witzig, dass wir keine 10 Minuten das Spiel spielen und das Spiel schon seinen eigenen Namen erwähnt hat. Bei Gamson gibt das direkt ein Bling. Hey Stefanie, ich war gestern noch ziemlich lange wach und habe daher heute ein wenig verschlafen. Ich habe eine E-Mail an deinen Kontakt im Hotel geschickt und heute Morgen meine Flugtickets gekauft. Dein Freund im Hotel sagte, dass ich jetzt einchecken kann. Es scheint nun alles geklärt zu sein. Sobald ich im Santen Hotel angekommen bin, melde ich mich bei dir. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Guck mal kurz was. Naja, weil das Hotel so heißt. Ja klar, Strangen. Ich finde nur witzig, dass das direkt auftaucht. Und ich schließe daraus mal, dass wir uns gerade schon in dem Hotel befinden. Hallo Stefanie. Ich habe gerade in meinem Zimmer hier in St. den Verein gecheckt. Ich wohne in Zimmer 610 in Block B. Sobald ich mich ein wenig ausgeruht habe, kann ich mit den Ermittlungen beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Hallo Stefanie, ist alles in Ordnung? Ich habe versucht, dich über das RSI-Forum und per Telefon zu erreichen. Bist du immer noch mit den Ermittlungen einverstanden? Als ich das Zimmer gebucht habe, hat dein Kontakt hier im Hotel gesagt, dass du manchmal wegen deiner Arbeit tagelang nicht erreichbar bist. Aber es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen. Ich habe nicht mehr viel bis zu meinem Abflug. Melde dich bitte, sobald du diese E-Mail erhältst. Ich warte auf deine Antwort. Okay, wir gucken mal. 13.09. 11.09. Ja gut, 2 Tage. Wobei, Moment. Die kam ja auch von uns.
Wann kam denn die letzte Mail von Stefanie? Die letzte Mail von Stefanie kam am 8. Das heißt, das sind jetzt 4 Tage. Oder? 4? 12. war das. Ne, 13. 5 Tage. Ach, ich glaube, ich kann richtig rechnen. Das müssen 5 Tage sein. Hallo Stefanie. Nochmal 5 Tage später. Ne, 6 Tage später sogar. Hallo Stefanie. Ich weiß nicht genau, was dir zugestoßen ist oder warum du nicht mehr antwortest. Aber ich dachte, ich sollte dich wissen lassen, dass meine eigenen Nachforschungen nicht wirklich viel gebracht haben. Jedes Mal, wenn ich neue Informationen fand oder eine neue Spur verfolgte, kam ich wieder am Anfang raus. Das eine Ereignis, das meine Aufmerksamkeit erregt hatte, die Beweise und Geschichten rund um das Gasmaskenmädchen, scheint in keinem Zusammenhang mit all den anderen zu stehen. Schade, dass du mir in den letzten Tagen nicht helfen konntest, aber so ist das nun mal. Diese ganze Reise war eine riesige Zeitverschwendung für mich. Ich werde heute Abend meine Koffer packen und fahre morgen früh wieder nach Hause. Du wirst dir jemand anderen suchen müssen, der dir dabei hilft, deine Geschichte über Chris Trillers zu schreiben. Mit freundlichen Grüßen, Roberto L. Lopez. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Stefanie... Entweder klopft sie gerade an unsere Tür oder der ist hier irgendwas passiert. Bevor wir die Tür aufmachen, gucken wir hier noch... da noch ein bisschen weiter uns um. Endlich mal einer, der das Game mit der nötigen Ruhe spielt. Ich habe schon 3 andere gesehen, die es alles mega schnell gemacht haben und sich dann gewundert haben, dass sie nicht weitergekommen sind. Ja, ich spiele eigentlich immer entspannt. Wandmull. Ein gesammelter Gegenstand. Deswegen hätte ich gerne gesehen, wie du Prey spielst, Strangy. Prey ist auch ein richtig gutes Spiel, finde ich. Altes Buch, die Paradoxe meines Lebens. Ah ja. Können wir nicht einstecken. Dann noch mehr alte Bücher. Dann gucken wir uns noch eben hier die Pinnwand an. Investigationstafel, das hat überhaupt nichts gebracht. Ah, warte mal, das heißt, das hier sind die Ermittlungen, die wir hier so angestellt haben? Kann das sein? Ui, noch mehr zum Lesen. Also ich habe das Gefühl, dass wir eine kleine Lesestunde hier haben. Ein neuer PC, Strangy, cool. Wolltest du nicht diesen Monat bestellen? Er hat Strangy offenbar. Wahrscheinlich ist die Lieferzeit ein bisschen länger. So, was habe ich verpasst? Noch nicht viel, Bloody. Wir haben ein paar Sachen gelesen und wissen jetzt, dass wir gerade im St. Dinfa Hotel sind, wo wir eigentlich Stefanie treffen wollten, wegen irgendeiner krassen Geschichte hier. Aber Stefanie hat uns seit roundabout 10 Tagen oder so nicht mehr geschrieben und eigentlich reisen wir jetzt ab und das hier ist jetzt der Abend, bevor wir abreisen. Und jetzt lesen wir gerade einen Artikel, glaube ich, von unserer Investigationstafel. Mädchen von eigener Mutter ermordet. Was? Fängt ja schon mal gut an. Die Ermittlungen im Fall des Gasmädchens, bekannt als Soria Reis, haben diese Woche eine neue Wendung genommen. Den Untersuchungen zufolge wurde das Leck, das bisher als Unfall gemeldet wurde, vorsätzlich verursacht. Die Ermittlungen deuten auf die Eltern des Mädchens als Hauptverdächtige hin. In einem Interview sagt Sorias Mutter, es ist absurd, was man mit uns macht. Als es hieß, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, haben wir Antworten erwartet, keine Anschuldigung. Mein Mann und ich haben Angst. Wir glauben, wer auch immer Soria getötet hat, hatte noch schlimmere Absichten. Wir sind sicher, dass dieser jemand auch uns töten wollte, doch glücklicherweise waren wir nicht im Haus. Soria war doch ein Kind. Was für ein Monster bringt es über sich, ein Kind zu töten? Der für den Fall zuständige Beamte hat der Familie verboten, die Stadt zu verlassen. Sie steht unter Beobachtung durch die örtliche Polizei. Mehr über den Fall. Als die Eltern von Soria Reis am Abend des 10. September nach Hause kamen, nahmen sie beim Öffnen der Tür einen starken Gasgeruch wahr. Sorias Vater rief nach dem Mädchen, erhielt jedoch keine Antwort. Verzweifelt schaltete er den Hauptstromschalter aus und schloss das externe Gasventil. Er rief die Feuerwehr, die am Tatort eintraf und Sorias Leiche fand. Während das Mädchen schlief, waren die Eltern zur Apotheke gefahren, um Kopfschmerztabletten zu besorgen. Ich bereue jeden Augenblick, dass wir sie nicht geweckt haben, um sie mitzunehmen. Aber sie hatte tief und fest geschlafen, wie ein kleiner Engel. Als wir zurückkamen, war alles vorbei, so die Mutter. Die Beerdigung fand am 12. Dezember statt. Die Spurensicherung hat das Haus untersucht, um die Ursache für das Leck zu finden. Aber noch stehen die genauen Ergebnisse aus. Das Verbrechen bleibt ungelöst. Ich bin echt mal gespannt, ob wir vielleicht das Verbrechen, beziehungsweise
Ja, technisch gesehen ist es wahrscheinlich. Ja, es ist ein Verbrechen. Es ist im Endeffekt ein Mord. Wenn es kein Unfall war. Also, ob wir das aufdecken, bin ich mir echt gespannt. Ah, krass. Immerhin braucht das nicht alles nochmal lesen, falls das Spiel raus. Ah, das heißt also, man kann den Spielstand, den man jetzt hier spielt, nicht im Hauptspiel weiterspielen. Und muss von vorne anfangen oder kann man weiterspielen? Soja-Eis. Ah, schön. Okay, also. Aber ich weiß noch nicht ganz, was das hier mit dem Ort zu tun hat. Also ich meine, klar, das war in dem Ort, aber ich habe noch nicht verstanden, was das hier mit diesem St. Dinfer-Ding da, also mit diesem Ort da, das zu tun hat. Wir gucken mal kurz. Das war am 19. März, glaube ich. Ja, 19. März 96. Wir gucken mal gerade ganz kurz, von welchem Datum die hier sind. 2009. Das heißt, 96, das sind 17 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wie das jetzt schon her ist. Krass. Und das ist dann wohl immer noch nicht gelöst. Aber nach so langer Zeit, das zu lösen, glaubt die Wahrscheinlichkeit dazu steht recht gering. Andererseits ist das ein Spiel. Von daher, gucken wir mal. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ah ja. Haben wir hier überhaupt nichts gebracht. Überhaupt nichts gebracht. Und wir können es trotzdem nicht lesen. Warte mal. Ah, schau mal. Wir können uns hiermit lang bewegen. Okay, also das Einzige, was wir lesen konnten, war der Text da oben links. Alles klar. Na, dann kauf dir das Game, denn in der Demo wirst du die Antwort nicht finden. Mal gucken, wie mir das Spiel überhaupt gefällt. Ich glaube, man kann allerdings verpasst, du den Prolog. Ah, okay. Der Pizzabringer ist wohl wieder weg. Ja, stimmt. Der hat lange nicht mehr geklopft. Oder der schlägt uns gleich ins Gesicht, wenn wir die Tür aufmachen, weil der jetzt so lange im Regen stehen musste. Also schaut mal, da sind die Tage, seitdem wir hier sind. Also fast eine Woche. So, und ich denke, damit haben wir uns alles hier angeschaut. Und öffnen mal die Tür. Die stuck. Klemmt. Aber wir haben uns doch alles angeguckt, oder nicht? Können wir das hier untersuchen? Kombinieren. Mit dem Müll. Das hat echt was von Resident Evil, ey. Ah. Moment mal. 5, 7, 5, 7, 8. Vielleicht bringst du uns das hier rein. 5. Das war 8, oder? War das 8? Oder war das 1? 5, 7, 5, 7, 8. Ah, es hat geklappt. Jawohl. Nee, der hat mir die ganze Pizza gebracht. Mampf. Oh Mann, oh. Ja, guten Appetit. Okay, mit dem Schlüssel kommen wir bestimmt da rein. Navigiere zunächst zu dem Element, das du verwenden möchtest. Wähle dann das Element aus, um das Untermenü zu öffnen. Okay. Verwenden. Der Schlüssel hat gepasst. Das ist ja sauber hier. Huch. Das sieht doch so aus, als würde da... Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt eine Wasserleiche drin, aber offenbar nicht. Ah. Warum zur Hölle läuft das hier über? Da hat irgendwer den Wasserhahn angelassen. Vielleicht sollte ich da nicht so viel reininterpretieren. Kameraobjektiv. Oh, supi. Eingesammelter Gegenstand. Finden wir sonst noch etwas hier? Was war das gerade für ein Geräusch? War die Pfütze da gerade schon? Okay. Foto-Dings wird immer noch leer sein. Wir müssen bestimmt an den Safe kommen. Können wir irgendwas mit dem Objektiv hier machen? Hm.
Ach, bewegen heißt im Inventar bewegen. Okay, haben wir hier vielleicht irgendwo eine Fotokamera? Wo das Objektiv drauf passen würde. Geht vielleicht jetzt die Tür auf? Ne? Ah. Ich denke mal, dass wir als nächstes probieren müssen, in den Safe zu kommen. Die Frage ist, was könnten wir als Code benutzt haben? Vielleicht eine Jahreszahl. Vielleicht das Datum von dem Verbrechen hier. Probieren wir mal 19 1996. Ich bin mir leider auch nicht ganz sicher, wie viele Nummern das hat, aber probieren wir einfach mal 5 Zahlen. Da passt du eine 3. Haben wir sonst noch irgendetwas hier übersehen? Bin doch alles. Oh, vielleicht hier. Altes Buch? Nee. Ha. Gibt's auch nicht mehr zu sehen. Also aus dem Raum haben wir das Objektiv. Da waren wir auch überall dran. Vielleicht die Uhr ist kaputt, die bewegt sich nicht. Wir könnten jetzt hier probieren, irgendwelche Zahlen durchzuraten, aber ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Also es hat 5 Zahlen. Na, das ist noch zu. Vielleicht von hier irgendwas. Oh, man kann das echt nicht schneller scrollen. Oh, upsa. Nein, ich wollte nicht Windows-Taste drücken. Okay, ich glaube nicht, dass das was bringt. 4510. Probieren wir das mal. Aber es hat 5 Zahlen. Warum steht da diese Zahl? Aber wir brauchen etwas mit 5. 5 Digits. Mit dem leeren Handy können wir auch nichts machen. An der Stiftbox ist auch kein Code dran. Ja, sag ich ja, 4510 sind 4 Zahlen. Und wir brauchen 5, um in den Safe zu kommen. Oder habe ich das gerade anders gesagt? Auf jeden Fall ist es das, was ich meine. Man könnte noch probieren, vorne und hinten eine 0 dran zu hängen, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Brute Force die Option ist. Ich schaue nochmal hier durch, ob wir hier vielleicht was übersehen haben. Und eine Zahl. Vielleicht steht da auf dem Objektiv eine Zahl. Aber da haben wir gerade schon geguckt. Vor 2016. Oh, Mütze. Ja. Moment. Hat die da nicht Zahlen dran an der Seite? 1, 3, 5, 5, 6. Wenn es das jetzt ist. 1, 3, 5, 5, 6. 1, 3, 5, 5, 6. Okay, hätte mich auch gewundert. Ja, ich habe leider vergessen, nach links und rechts schauen. Davor sagen wir ja auch langweilig. Aber vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Ich bin nämlich ein bisschen verloren. Nein. Mit dem Metallobjekt. Können wir damit vielleicht noch irgendwas machen? Ah, Moment. Kann es sein, dass dazwischen Zahlen fehlen und dass die fehlenden Zahlen sind? Was können wir... Verband 0. Ja. Ich will irgendwie immer Verbandsmüll lesen. Die Tür können wir auch nicht wieder zumachen. Hinterlassen wir nasse Fußspuren?
Ja! Oh, das ist ja cool. Muss mal aufs WC. Viel Erfolg. Ich fühle mich richtig blöd. Wie blöd kann man sein? Sechs weiße Hemden, zwei schwarze Hosen, Wecker, Rasierer, Zahnbürste, sechs Unterhosen, sechs paar schwarze Socken, drei Krawatten, Kamera und Objektiv, Schuhe, Safe Passwort. 37251. 37251. 37251. 37251. Warum macht man es richtig? Funktioniert's? Jawohl! Und jetzt kombinieren wir die beiden Dinger mal. Tada! Jetzt haben wir eine Fotokamera. Das hat ja. Das ist ja wirklich Outlast. Das ist ja wirklich eine. War da gerade was? Das ist ja wirklich eine Mischung zwischen Outlast und. Und Resident Evil. Warte mal. Jetzt kriege ich Gänsehaut so ein bisschen. Haben wir die Zahlen da eben schon gelesen? Warte mal, was öffne ich da mit Q? Ne, die Zahlen standen da eben noch nicht. Aber jetzt sind wir ein bisschen durcheinander. Was zur Hölle passiert hier? Help. Das muss jetzt sein. Ich kann gerade mich nicht selber bewegen, ich bewege mich gerade von selber. Was ist das? Ui. Und jetzt sind wir auch noch in Stranger Things gelandet. War das das Mädchen? Kann das sein? Was ist hier gerade passiert? Oh! Na, ich kann nicht pausieren. Oh, Mann, oh. Ich würde gerne kurz pausieren, weil ich habe gerade eine Idee. Geile Serie. Stranger Things ist richtig geil, ja. Phobia. Zankgünfner Hotel. What the... Okay. Bevor der weiter quatscht, ich habe eine Idee. Wir haben ja in dem einen Dokument gelesen, dass es so eine Art Zeitreise-Ding in dem Spiel gibt. Und vielleicht war das gerade sowas, dass uns das quasi Ereignisse aus der Vergangenheit in der im Präsens gezeigt hat. In der Gegenwart, nicht Präsens. In der Gegenwart gezeigt hat. So als Flashback irgendwie. Aber in der echten Welt positioniert. Irgendwie. Fuck was that? Nö, die hat ja auch keine erlaubt zu pausieren. Nimm mal die Kamera und halt sie gegen den Kalender. Ey, die Tür ist auf. Cool. Da machen wir gleich. Wir untersuchen erstmal hier ein bisschen. Ah, jetzt ist das Ding wieder weg. Genau, ich wollte gucken, was passiert, wenn wir Q drücken. Oh, cool. Wir haben also auch noch so eine Art Logbuch. Ja. Falls wir also mal in einem Stream vergessen haben, was wir gemacht haben. Ja, cool. Das ist bei Outer Wilds auch ziemlich hilfreich. Also, Strangey will, dass wir die Kamera vor dem Kalender halten. Als ja nichts passiert. Aber mehr verrate ich nicht. Also das sehe ich. Ophim Esther Oroximo. Doch, schau genauer hin. Moment.
Ja, da sind die Zahlen nicht angekreuzt. Oh, und das Jahresdatum ist ein ganz anderes. 1960. Heißt das, dass wir mit der Kamera nach 1960 gucken? Haben wir jetzt überhaupt noch denselben Tag wie eben? Ah, das scroll ich nicht wieder durch. Okay, scheint so. Okay. Ah ja. Das erinnert doch sehr stark an Outlast. Na, zeigt dir 49 Jahre in der Vergangenheit. Jo, das glaube ich auch. Das. Ja. Ui, noch mehr zu lesen. So, jetzt aber stich. Ey, Black Wolf Anja, hallo, schön dich zu sehen. Es ist wichtig zu wissen, wie man Verbände richtig anlegt. Ich schlage vor, dass jeder stets etwas Verbandsmull und Heftpflaster bei sich hat. Dies ist für einfache Verbände vollkommen ausreichend. Sollte sich etwas Alkohol auftreiben lassen, nutzen Sie diesen, um die Effektivität von einfachen Verbänden zu erhöhen. Im Moment ist das alles, was Sie tun können, bis Hilfe eintritt. Dr. Roger Lightow. Okay. Wo dieser Roger Lightow ist. Okay, da kommen wir wohl noch nicht rein. Können wir eigentlich irgendwie crouchen? Ah, mit Steuerung. Immer dieses neue Dingsens lernen. Steuerung. Ah, okay. Ah! Weitere Inventarslots, cool. Okay, ein alter Wagen. Irgendwie sieht das Hotel ziemlich heruntergekommen aus, wenn ich das sagen darf. Schild, Karte der 6. Etage. Es gibt 6 Etagen. Und vermutlich sogar noch ein paar mehr. Oh, hier kommen wir tatsächlich rein. Ja, ich glaube nicht. So stabil sieht das alles hier nicht mehr aus. Was sagt denn in die Vergangenheit? Wie sah das damals aus? Okay, also wenn wir mit der Kamera wirklich in die Vergangenheit gucken, sah das dann in der Vergangenheit schon genauso aus? Oder zeigt die Kamera nur spezielle Sachen aus der Vergangenheit an? Ich denke mal, es wird Letzteres sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier schon 49 Jahre lang so ist. Gemälde. Ein Landschaftsbild mit Fibonacci-Geometrie. Fibonacci. Ui, was ist denn hier passiert? Altes Buch. Fibonacci und die Eleganz der Mathematik. Boah, schnell weg damit. Zeichnung. Das erinnert mich an eine Statue im Festsaal. Welcher Festsaal? Welcher Festsaal? Ui, ein Bild. Bild eines Frauenkörpers. Es scheint handgemalt zu sein. Aha. Das würde sich Chrissy doch bestimmt gerne hier aufhängen. Also, Strangy. Chrissy, warum sage ich Chrissy? Strangy. Das nimmt er direkt mit. Ah, hier ist schon wieder ein Klo. Das heißt, die Zimmer sind gespiegelt. Ah! Moment. Das ist nicht derselbe Text wie der hier drüben steht, oder? Nee, das ist was anderes. Ich glaube, die zeigt immer 49 Jahre. Ist aber. Okay, dann gucken wir mal. Ah, Moment. Kann ich jetzt hier durch? Wow. This camera is. How is this possible? Das ist cool. Anmerkung, cool. Okay. Steht wohl nicht hier drin. Okay, krass. Ah, da. Die Kamera vermittelt die Welten. Es gibt Dinge, die ich nur durch die Linse sehen kann. Was ist das überhaupt für eine Welt? Krass. Das ist echt eine coole Mechanik, muss ich sagen. Ja, natürlich nichts drin. Wenn wir jetzt noch eine Taschenlampe hätten, dann wäre das echt schön. Na, das hat hier doch in der Vergangenheit bestimmt noch nicht gebrannt, oder? Doch auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer die Vergangenheit anzeigt, Strangy.
Ah, das ist bestimmt für die Schublade da hinten. Das brennt ja nicht seit 49 Jahren, das Feuer hier. Das kann ja gar nicht sein. Und wie kann es eigentlich sein, dass das ganze Hotel nicht Feuer fängt hier? Ich glaube, ich sollte mir über diese ganzen Fragen keine Gedanken machen. Jules, irgendwann musst du mal eine Lesestunde machen. Hier kann man gut zuhören. Oh, danke schön. Ich meine, das Game ist ja auch schon so eine halbe Lesestunde hier vom Anfang. Ich habe das Game durch und so viel kann ich dir sagen, es ist so. Dann macht das von der Physik her absolut keinen Sinn. Also gehen wir nochmal zurück und schauen uns die Dings an. Die Schublade. So, rein damit. Was ist das? Ja. 608 Zimmerschlüssel. Jawohl. Oh, wieder Vergangenheit. Ist jetzt hier das Licht ausgegangen? Irgendwie habe ich gerade den Instinkt zu gucken, was passiert, wenn ich hier stehe und die Kamera wegpacke. Stecke ich dann in der Wand? Oder werde ich dann nach links oder rechts gedrückt? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Okay, geht nicht. Wenn wir C drücken, passiert nichts. Ja, da haben die Entwickler dran gedacht. Doch, macht es. Eine geile Auflösung. Das Game. Okay. Wahrscheinlich ist die Auflösung, dass die Physik hier anders funktioniert. So, jetzt haben wir den Zimmerschlüssel für die 608. Wir probieren trotzdem an die 609 zu kommen. Kommen wir nicht rein. Also, Zimmerschlüssel 608. Verwenden. Rein da. So, was sagt die Vergangenheit hier? Ah, ein Kopf. Können wir damit auch interagieren? Nee, scheint nicht so. Eine Schalltafel. Wo wir aber nicht hinkommen. Hier ist echt alles mit Müll zugestellt. Ah. Können wir mit dem Safe interagieren? Können wir. Okay, das heißt, in der Vergangenheit haben wir da noch ein Safe. Falls du es haben willst, kostet 25 Euro auf Steam. Jo, das habe ich schon gesehen. Ah, ich weiß es noch nicht. Eigentlich spare ich Geld für einen neuen PC. Steuerung, um zu kriechen. Ah, Loch in der Wand. Erinnert mich an das Game, wo man in einem Hotel auf dem Psycho, von dem Psychos... Ja, das ist Outlast. Witze, was du meinst. Was, Frechheit. Naja. Ich würde das als verantwortungsvolles Bewusstsein mit Geld interpretieren. Können wir diesen Arm dann nehmen? Okay. Nehmen können wir ihn nicht, aber wir können uns ihn anschauen. Oh Gott, ein abgetrennter Arm. Was geht hier vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde auf jeden Fall schön, dass wir hier keine Batterien von der Kamera haben und da aufpassen müssen. Können wir damit interagieren? Okay, da passiert nichts. Nein, das ist nicht Outlast. Ich? Ach, Jimmy! Okay, Jimmy kenne ich nicht. Jimmy sagt mir nichts. Nightbot. Okay, das ist ein Handabdruck, ein blutiger. Vermutlich von der Hand, die da hinten abgetrennt liegt. Leckerchen. Hier ist eine Tür, wo wir nicht durchkommen. Auch gutes Game, falls du das mal ansehen willst. Hey, nur gute Games, die hier vorgeschlagen werden. Ja, ich glaube, ich packe das irgendwie mal auf die Liste. Schreib mir das vielleicht nochmal per Discord, dass ich daran denke. Ansonsten habe ich das gleich wieder vergessen. Okay. Haben wir hier vielleicht noch was? Noch mehr Strom. Strom, Strom, Strom. Da kommen wir bestimmt raus. Oh, da können wir es nicht angucken.
Wie sieht's hier nochmal in der Gegenwart aus? Da ist der Arm auf jeden Fall nicht mehr da, aber der Handabdruck ist noch dran. Erst wird Phobia durchgespielt. So. Hier brauchen wir natürlich wieder einen Code. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Game ziemlich linear ist. Immer suchen Code, kommen wo durch. Zumindest ist das bis jetzt gefühlsmäßig so. Wahrscheinlich brauchen wir dafür den Code für den Safe hier. Ich teste mal kurz, ob wir für wieder 5 Zeilen brauchen. 4 brauchen wir jetzt nur, oder? Ja, jetzt sind es nur 4. Okay. Vielleicht aus diesem Fibonacci. Ach, da. 6749. Das war einfacher als erwartet. Also, wir müssen nur noch in der Kamera bleiben. 6749. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht, nicht gut sicher sind, die Dinger. Und danach endlich mal Frenbauer. Das Witzige ist, Frenbauer habe ich sogar schon. Seit einem oder zwei Jahren. Es hat ein, steht das nicht sogar? Ich glaube, das habe ich wieder bei den Spiel ich bald Spielen rausgenommen. Oder steht es da noch? Ich weiß es nicht mehr. Ah, was haben wir denn hier? Hä? Wo hat der das denn jetzt hingesteckt? Haben wir nicht gerade was aufgesammelt? Ich hätte gesagt, wir haben einen Tafelschwamm eingesammelt. Hä, wo ist denn der? Oder können wir damit jetzt direkt Tafel wischen? Gehen wir nochmal hier durch. Hui. Auch ein Fleck. Ja, wobei, gucken wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass wir den da irgendwie brauchen. Ja, ja, aber es gibt auch optionale Wege und Rätsel. Oh, was? Und Rätsel auch gibt es Rätsel, die ihren Lösungsweg je nach Durchspielen ändern, was ich sehr gut. Das ist wirklich cool. Das ist cool. Okay. Sie haben jetzt irgendwie so eine Art Tafelschwamm. Können wir damit vielleicht den Fingerabdruck wegwischen? Nee. Ah! Warum konnten wir das jetzt erst aufmachen? Warte mal. War da gerade ein anderer Code drauf? Ich hatte gerade das Gefühl, dass von dieser Seite dann noch 4 andere Zahlen dran standen. Okay, was haben wir hier? 606. Eingesammelter Metallschlüssel, 606. Bestimmt befinden wir uns gerade in Zimmer 606 und kommen deswegen jetzt hier durch. Aha. Und? Jumpscare? Nee. Oh, wir sind gleich in der Lobby von dem 6. Stock hier. Was haben wir hier? Hm, da geht's nicht rein. Kaum Notizen zu sehen. Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein. Höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst. Aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau deshalb hierher gekommen, oder? Was ist, wenn wir jetzt auch in der Vergangenheit sind? Aber ein paar Objekte noch aus der Gegenwart sind. Hm. Ja, wieder Tropfen. Und aus dieser Nacht interpretiere ich mal, dass das hier wohl, als wir hier angekommen sind, noch nicht so zerlegt war. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn wir da durchkommen. Ist das hier ein Gefängnis oder warum sind hier auf einmal so Gefängnistüren eingebaut? 7 gleich G. Oder 1 gleich. 7 gleich G. Nee. So, ich bin nun mal weg. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und einen schönen Abend und gute Nacht.
Jo, wünsche dir auch. Schön, dass du kurz reingeschaut hast und ja, schönen Abend. Ciao. Aufzugtür. Die Tür klemmt, aber mit dem passenden Werkzeug kann ich sie bestimmt öffnen. Ah, das heißt, wir müssen jetzt ein Werkzeug suchen. Hey, da ist ein Mädel langgelaufen. Ah. Was die wohl will? Ob das das Mädchen ist, was wir ganz am Anfang gesehen haben? Ach, die einfach Peekaboo. Oh, irgendwie war der cool. Aber immer strange. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Macht die das nochmal? Schade, she wanna play, ja. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel gerade Emily Wants to Play heißt. Oder habe ich das falsche Spiel runtergeladen? 603? Oh, ich fände eine Taschenlampe echt schön. Vor allem muss das doch auch mega dunkel für euch sein, oder? Hier wird es jetzt irgendwie blau? So. So, hätte mich auch gewundert. Oh, was haben wir hier? Ey, noch eine Tasche. Das Mädel heißt jetzt Emily, das ist Kanon. Genau, das Mädchen heißt jetzt Kanon, genau. Emily. Fertig. Luis, das Scan ist ab 16, da wirst du dich noch nicht erschrecken, oder? Das ist nur ab 16? Cool. Ich bin jetzt irgendwie intuitiv davon ausgegangen, dass das bestimmt ab 18 sein wird. Karte der 6. Etage. Okay, hier ist irgendwas eingezeichnet. Kann das sein, dass das so eine Art Hilfe für uns ist? Weil das zeigt genau an, wo wir durchkommen, wo was zu ist. Da, Fragezeichen mit dem Fall bei dem Elevator, dass wir da vermutlich dann durchkommen. Dann Zerf 6, ist das Serverraum 6? Oder was ist das? Dann da bei dem Gitter ist auch noch irgendwas, wo wir nicht reingekommen sind. In Raum 6, also da gegenüber von 604 ist auch noch was. In 603, Fragezeichen heißt bestimmt, dass wir da durchkommen, wenn wir das richtige Werkzeug haben. Mega dunkel, na klar, bei dem Black Screen. Wenn du mich jetzt... Ich habe gerade ganz kurz gedacht, dass ich gerade wirklich einen Blackscreen habe. Ja, Mütze, ey. Ab 16 ist Standard, solange es wenig starkes Gewalt oder mal ein anderer 18 plus. Ja, okay. Hast wahrscheinlich rechts. Rechts, genau. Recht. Da waren wir. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in 603 reinkommen. Ich denke aber mal nicht. Nee. Und wenn wir die Kamera ausrüsten, kommen wir dann vielleicht irgendwo durch? Vielleicht ist hier wieder irgendwie eine Wand kaputt. Nee. Ich frag mich, wie wir da reinkommen. Ach, schauen wir da daneben mal. Das Recht habe ich auch. So. Service Room. Ah. Ah, okay. Ja, hier ist schon wieder so eine Karte. Ey! Mädel! Emily! Ah, mit der Kamera haben wir keine so weite Reichweite. Okay, geht die weg, wenn wir uns... Okay, die bleibt da stehen. Vielleicht wollen wir gleich mal zu der gehen. Vielleicht müssen wir sogar zu der gehen. Nee, die kommt näher gesprungen. Bedienfeld. Jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Diese Etage werde ich nicht reparieren können. Das heißt also, wir können den Aufzug vielleicht sogar reparieren, um dann in andere Etagen zu fahren. Das Spiel ist recht blutig, aber uns aber für eine 18er hätte es nicht gereicht. Okay. Was ist das für eine billige Kamera? Ja, die... Vor allem haben wir da extra so ein fettes Objektiv drauf geschraubt und dann kommen wir nur so 5 Meter. Wisst ihr was? Wir laufen da zu ihr. Ah, okay. Geht weg. Dann gehen wir wohl mal runter. Noch mehr Verband. Diese Geräusche immer.
Okay. Ja, dafür zeigt sie die Vergangenheit halt. Was? Was für Möglichkeiten? Ja, das stimmt. Trotzdem kann die nicht so weit schauen. Das ist auch alles vorgestellt, natürlich. Oh, Cutscene. Bäh. Jesus Christ, what the fuck is that thing? Das ist aber keine Spinne. Ah, springt mich gleich irgendwas an? Weird. Schwebt die Lampe oder steckt die in der Wand? Okay, die ist an der Wand festgeschraubt. Oh! Hier kommen wir tatsächlich durch. Aber da kommt doch dieses Vieh gekrabbelt, oder? Schau noch einmal gerade ganz... Hat hier gerade irgendwas Geräusche gemacht? Geflüstert irgendwer. Hallo? Hier ist nichts. Da! Hallo? Hallo? Hört sich ein bisschen an wie Help Me, aber vielleicht interpretiere ich das auch nur da rein. Na, gehen wir mal. Warte mal. Nee. Ich dachte gerade kurz, dass das Vieh da hinten hängt, aber das tut's wohl nicht. Ein Käfer, das war ein Käferjung. Ja, genau. Ich sag ja, das ist keine Spinne. Weil nämlich Strangey meint, dass es in dem Spiel wohl auch eine Passage mit Spinnen gibt, wo er ein bisschen länger gebraucht hat. Ja, endlich. Da ist sie, unsere beloved Taschenlampe. Yes. Mit 8 Beinen. Also ein Käfer. Hier ist irgendwo eine Uhr. Ah, da. Na, bewegt die sich auch oder tickt die? Die bewegt sich sogar. Irgendwie habe ich gerade Lust, einfach zu gucken, ob die Uhr sich einfach immer weiter dreht. Aber das würde zu lange dauern. Gucken wir lieber mal hier rein. Natürlich macht er den Schrank auch nicht ganz auf. Warum auch? Gut, vielleicht kann man den einfach nicht weiter öffnen. So gute 2 Stunden, die Uhren laufen in Echtzeit ab. Ah, cool. Dachte gerade kurz, dass mein Körper irgendwie wer anders war. Ah, haben wir hier noch was aus der Vergangenheit? Nee. Sag mal, Strangey, gibt's eigentlich irgendwie einen Indikator dafür, wann man die Vergangenheitscam benutzt und wann nicht? Oder ist das so eine Sache, die man aus Intuition macht? Was haben wir denn hier? Oh, da hat jemand einige Abzeichen. Da kommen wir nicht durch. Wir sind gerade in einem Hotel, genau, ja. In irgendwie so einem komischen Horrorhaus. Also, es ist ein Hotel, weil der Stream, der Titel ja auch Hotel heißt. Oh! Badezimmer im blauen Korridor. Okay. Ah, das ist der blaue Korridor? Ist das hier der blaue Korridor? Okay, erstmal eine schlechte Bewertung hinterlassen, genau. Wobei das beim Einchecken wohl noch nicht so war. Das ist wohl erst gekommen. Ey, da ruft jemand an. Hallo? Hallo? Who are you? What are you doing here? Look, please, I need help. Something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Vielleicht ist Roberto jetzt auch einer, der missing geht. Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Wait. How do you know my name?
I thought they killed you. Wait, Stephanie? Stephanie! Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Us? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Okay. Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Das frage ich mich auch. Und irgendwie erinnert mich das mit dem Telefon hier auch daran, wie es in Resident Evil 7 mit dem Telefon und Chloe war die immer. Oder hieß die Chloe? Ich glaube, die ist Chloe. Die immer angerufen hat. Wart, jemand ruft im Hotel an und weiß, dass wir nicht hierher gehören. Oft rufen die bitte hier an. Stimmt, Zoe. Ja, Zoe hieß die. Yay, Zeitreisen. Yippie. Okay, also es ist jetzt schon ein Jahr her, seitdem wir hier waren. Und sie dachte, er hätte uns geholt. Und vielleicht sind wir auch Plan von irgendwem. Noch die Nacht von eben von Strangey. Wir sind gerade in das musst du selbst entscheiden. Jedenfalls hast du schon viele übersehen, aber du spielst auch zum ersten Mal. Ah, okay. Merke ich mir mal. Gucken wir mal hier rein. Wie die ganzen Toiletten hier alle überlaufen. Das ist ja wie in Resident Evil 7, wo jedes Klo einfach übelst zugesifft war. Ah ja, kryptische Warnung, ohne wirklich viele Infos zu geben. Naja, die Info ist, lass dich nicht erwischen, geh in die erste Etage. Können wir das hier vielleicht reparieren? Es dauerte eine Weile, bis der Aufzug ausfiel. Aber irgendwann war es dann soweit. Und jetzt sitze ich hier oben fest. Ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt hat, es gäbe in den Servicebereichen in der 5. und 6. Etage Ersatzteile. Aber ich werde auf keinen Fall allein in diesem verdammten Hotel herumschleichen. Nicht nach dem, was ich gesehen habe. Natürlich! Natürlich schreiben die... Ja, Spanisch glaube ich auch, Bloody. Natürlich sagen die uns nicht, was hier ist. Da müssen wir wohl selber herausfinden. Also, in den Servicebereich müssen wir wohl, um Ersatzteile zu finden. Mal schauen, ob wir einfach hier reingehen können. Tatsächlich ist da sogar einfach auf. Okay, da ist zu. Hey! Die Nachricht haben wir doch schon mal gesehen, oder? Nicht Spanisch. Doch, das ist doch Spanisch, oder nicht? Wer findet dem auch doof, gleich das ganze Spiel zu spoilern? Hey. Ja, aber... Es ist immer so, dass nie richtig was gesagt wird. In so Spielen. Okay. A camera comecta us um das irgendwie. Ey, Schach! Hat wer Lust, Schach zu spielen? Blöd ist nur, dass die Figuren fehlen. Okay, das... Ich finde schön, wie die Büste einfach nach draußen guckt. Okay, also irgendwo sollen hier Ersatzteile sein. Oh, Sauerstoff. Vielleicht ist hier ein Gang nach oben. Moment. Pistolenkugeln. Oder... warum stand da zurückholen? Ist das vielleicht so eine Art Synchronisationskiste? Kleine Spoiler, ein Schachrätsel gibt es im Spiel und ist nicht mal leicht, aber logisch. Oh, ich mag Logik. Solange wie sie nicht zu schwer ist. was haben wir denn hier? Ah, da ist das Werkzeug. Imbusschlüssel. Und einfacher Schaltkreis. Cool. Ich finde krass, wie überall diese Fingerabdrücke sind.
Also, beziehungsweise eher Handabdrücke sogar. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das damit repariert kriegen. Schaltkreis für Aufzug in der 5. Etage. Moment, sind wir in der 5. oder in der 6. Etage? Wir müssen in der 5. sein, ne? Ja, 5. Wenn wir mal gucken... Was heißt dieser Kasten vor der 503? Ah, das heißt, dass da versperrt ist. Ah, okay. 501 ist durchgestrichen, das heißt, das gibt es gar nicht? Oder so? Okay, die Frage ist... Also das ist ein... Was haben wir gerade gelernt? Elektrischer Schaltkreis für den Aufzug in der 5. Etage. Okay, müssen wir hier vielleicht sagen, kombinieren? Nee. Verwenden. Ah, wir müssen es erst aufschrauben. Ergibt Sinn. Das erinnert mich jetzt irgendwie an ein Wimmelbildspiel. Logisch sind alle Rätsel hier, aber manche doch recht schwer. Ja dann. Okay, bestimmt müssen wir das jetzt wie so ein Puzzle ineinander schieben. Oder? Ja, okay. Wir müssen also den Stromkreis richten. Ah, sehr gut, dass man die nur drehen kann. Okay. Das erinnert mich an ein Spiel, was, wie hieß denn das? Irgendwas mit Pipes. Pipe Roll 3 oder so? Warte mal, aber... Kann ich die nur drehen oder auch verschieben? Ich glaube, ich kann die nur drehen. Dann sollte es ja eigentlich nicht zu schwer sein, das Richtige zu finden. Kommst jedenfalls gut voran. Drehen. Ah, okay. Ah, so, das ergibt schon Sinn. Ah, Big Brain. So, es fügt sich ineinander. Wer auch immer hier den Schaltplan so durcheinander gedreht hat. Der muss gewollt haben, dass wir nichts mit dem Aufzug machen. Weil von alleine kaputt gehen geht das auf jeden Fall nicht. Doch, tada! So leicht repariert man was. Ich glaube, ich sollte Elektriker werden. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob wir mit dem Fahrstuhl fahren sollten. Doch, das heißt Fahrstuhl. Ich war gerade wieder kurz verwirrt, ob es Fahrstuhl heißt. Damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. Aber oben war doch was kaputt. Oder? Ah, kann ich... Nee. Aber oben kriege ich die Tür vielleicht auf. Warum sind hier zwei Panel? Warum sind hier mehrere Fahrstuhlpanel? Hat hier wer probiert, das zu reparieren? Und ist gescheitert? Ah, wir haben die Aufzugtaste mit der 7. Können wir die da einsetzen? Ah! Ah, okay, das heißt, wir... Ja, natürlich können wir nur in den 5., 6. oder 7. Stock fahren. Aber warte mal, im 7. Stock waren wir noch nicht, oder? Nee, weil im 5. Stock, im 6. Stock klemmt die Tür, glaube ich. Ja, hier waren wir noch nicht. Ui. Da ist ja ein ausgeführtes Schachbrett. Alle Stockwerke sind wichtig. Habe ich mir fast gedacht. So, finden wir hier vielleicht... Irgendwas Neues noch mit der Kamera? Ah,
Ah. A weird place for a chessboard. Die weiße Königin fehlt. Ah, Geräusche. Okay, was haben wir hier? Um die Notizen zu sehen. Ah! Cool. Warte mal. Warum wird uns das jetzt an der Stelle hier gesagt? Was? Ah, so können wir rotieren. Warte mal, Kamera. Es erhöht die Weite des Nachtsichteffekts. Es gibt Upgrades für die Kamera offensichtlich. Cool. Taschenlampe bringt Licht ins Dunkel. Schön. Okay, da müssen wir bestimmt irgendwas einsetzen, was wir noch nicht haben. Da fehlt eine weiße Königin. Wir laufen mal hier runter. Nee, warte mal. Sind wir... Nee, okay. Wir sind nicht hier runtergelaufen. Die Dokumente können wir nicht aufsammeln. Okay. Eigentlich nicht. Aber was ist da? Gegenstände verbessern. Punkte, die zum Verbessern von Ausrüstung verwendet werden können. Cool. Du hast einen Verbesserungsgegenstand erhalten. Geh auf die Registerkarte Verbesserung in deinem Inventar, um mit Hilfe der Punkte deine Ausrüstung zu verbessern. Cool. Warte mal, das heißt, machen wir das mal. Verbesserung. Oder muss ich... Warte mal, wie ging das? Verwenden kann ich nicht drücken. Vielleicht muss ich jetzt die Kamera ausmachen. Okay, da passiert nichts. Vielleicht brauchen wir mehr von den Würfeln. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt sind wir da. Die Uhr war da doch schon da. Dahinter ist irgendwas Komisches. Ah. Irgendwas blau leuchtendes. Schon wieder so eine Büste, aber ohne Kopf. Ist denn echt kein besserer Verbesserungsgegenstand eingefallen als dieser komische Würfel? Ich weiß, also, das ist, finde ich, unique. So einen Würfel habe ich noch nicht gesehen. Außerdem, Mütze, vielleicht passt das ja zu der Spiellore. Könnte ich mir vorstellen. Dass es einen Grund hat, warum die genau so aussehen. Ist das eine Leiche? Ja. Alter. Mit Stacheln? Brustkorb komplett aufgeschlitzt? Ist ja jetzt nicht so lecker. Was sieht's? Okay, hier sieht das genauso aus. Okay, wenn wir da mal gucken. Jesus Christ, that's not a human. Ich glaube, das war mal ein Mensch, der aber irgendwie ein bisschen verändert wurde, könnte man sagen. Ah. Ja, eine Würfel haben eine Bedeutung. Okay. Trotzdem komisch. Ich glaube nicht, dass man das noch leichter nennen kann. Oh, da ist nochmal so ein Text. Oh. Warum habe ich das Gefühl, dass der uns besser nicht findet? An irgendwas erinnert der mich. Ich weiß nur gerade nicht woran. Ich muss mal kurz nachdenken. An irgendein Monster. Wegner? Nee. Oder doch? Weiß nicht. So sehe ich aus ohne Kaffee morgens. Oh, guck mal, das bin ich ja morgen. Zwei mit derselben Idee. Lasst mich raten. Dieses Vieh sollte uns wahrscheinlich lieber nicht finden. Können wir das irgendwie ablenken? Lol. Sind der zu uns gelaufen?
Das ist dasselbe Vieh wie das, was da liegt. Ist das ein veränderter Mensch? War das mal ein Mensch? Oder ist das ein Alien? Nach eigener Erfahrung, yep, bleibe ich fern. Wie kommen wir da denn jetzt vorbei? Kann ich jetzt hier wirklich nur nach hinten laufen? Irgendwie würde ich... Wisst ihr was? Oder? Ich würde gerne mal gucken, was passiert, wenn das Vieh uns kriegt. Oh. Hier ist eine Sackgasse. Verrate nix. Ich glaube, das Vieh hat uns gleich. Ja. Oh, das ist kein Instant-Kill? Und das Vieh ist arschlangsam. Ey, so viel Leben hat das ja nicht mal gezogen. Krass. Ich hätte gedacht, dass das stärker ist. Ey, hier hat sich der Boden verändert, oder? Da geht's nicht rein. Eine Mütze. Ladis Cowboy-Hut. Schriftzug an der Wand, das Ende ist nah. Ofima est aproximo. Das ist auf jeden Fall Spanisch. Ist es auch in der Demo nicht. Ein Instant-Kill? Oder was meinst du? Munition. Oh, feste Bandage. Okay. Höher geht's nicht. Au. Oh. Hätte ich hier gerade fast die Pistole übersehen. Das hieß in der Demo schwächer als im Spiel. Ah. Okay. Ah, da ist die fehlende Schachfigur. Sehr gut, wisst ihr was? Wir. Ja. Das hat jetzt so einen krassen Resident Evil Vibe, ey. Wisst ihr was? Wir ballern das Vieh jetzt weg. Come from. Okay. Aha. Okay. Easy. I'm alive. Munition ist sehr rar in dem Spiel. Ah. Dann haben wir jetzt schön 4 oder 5 Schüsse weggeballert. Naja. Auf zum Schachbrett. Wie kann ich Sachen wegstecken? Mit C. Okay. Ne, mit C hole ich wieder die Kamera raus. Ah. Okay. Hat geklappt. 50% akkurat. Ja, das reicht doch. So. Oh, wir schauen uns vielleicht vorher noch mal den Schriftzug an. Vielleicht foreshadowt der ja was. 4. Rahmen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ah ja. So, weiße Königin. Verwenden. Ah ja. Okay. Munition. Und S6. S6 ist der Serviceraum im 6. Obergeschoss, oder? Das heißt, Moment, in welchem sind wir hier? Das hier war 7, glaube ich. Ja, das ist 7. Das heißt, ah, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder nach 5 fahren, weil in 6 kommen wir ja nicht raus, oder? Da klemmt die Tür. Ja. Ja, genau, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir fahren jetzt in den 5. Stimmt, in der Demo muss man das Schachbrett nicht benutzen. Dachte, der Loot ist anders. Ah. Ja gut, dann ergibt es Sinn, warum man den Spielstand nicht übernehmen kann. So, ich möchte jetzt mal... Also, das ist Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ich dachte gerade kurz, dass das die Kellerknöpfe wären, aber das sind sie nicht. Genau, jetzt... Warte mal. Ach so. Nee, falscher Knopf. Dann,
geht es jetzt. Dummdi-dummdi-dumm. Ne, warte mal, da ging es nicht lang. Hier. War da gerade was? Irgendwas war da gerade laut. Ich frag mich, wie oft diese Viecher kommen. Oh. Wieder irgendwie ein kurzer. Das ist schon wieder so einer. In der Demo mache ich das jetzt mal. Ha! 100% Trefferchance. Noch so ein Vieh. Kann es sein, dass der respawnt, sobald man einen gekillt hat? 3 Schüsse brauchen die. Oder, und einen habe ich daneben gesetzt. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier hin. Jawohl. Wir sind in der Demo echt schwach. Ah! Oh, den ersten direkt? Ich hätte gedacht, dass wir uns durch jede Etage quälen müssen. Einfache Bandage. Ich finde krass, wie viele Bandagen wir kriegen. Oh, noch so ein Upgrade-Würfel. Hm. Okay, aber wie benutze ich denn jetzt diesen Upgrade-Würfel? Heißt das, ich brauche 10? Ah, das, ich glaube, das heißt 10. Und unten zeigt er, dass wir 3 haben. Das heißt, die Genauigkeit dürften wir verbessern können. Ja. Okay. I understand. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn wir gleich die 1 in den Aufzug einsetzen, wir bestimmt nicht unten ankommen. Das wäre zu leicht. Du hast, glaube ich, noch Munition, oder? Warum können wir die nicht aufheben? Das ist ein fieser Trick, um das Spiel besser zu verkaufen. Ja, glaube ich auch. Damit man sich denkt, ah, guck mal, sehr easy. Und dann wird man hart weggeböllert. Noch mehr Munition, cool. What the hell? Zinscht! Was macht Zinscht hier? Der. Oh Gott, der wird ver. Ja, oh no. Wetten, dass man den nicht killen kann? Ja. Und wir sind dead. Hi! Ja. Ah. Das ist kein Instant Kill? Ah, dann will das Spiel bestimmt, dass ich in den Aufzug laufe und nach unten fahre, oder? Wenn ich dann nicht falsch laufen würde. Ah nee, ich laufe nicht mal falsch. Irgendwie hätte man damit rechnen können. Ist der noch hinter uns? Hä? Hä? Voller Schweißbrenner auf dem Rücken. Bonk. Wenn du im Aufzug K drückst, kommst du bestimmt in der Hölle an. Es gibt halt nicht mal einen K, das ist das Problem an der Sache. So, das ist doch nicht die 1 da, oder? Ich hätte gedacht, dass das 5, 6, 7, 8. Dann ist das. Ah ne, warte mal. Dann ist 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Ah. Ah. Das war's schon. Vielen Dank, dass du Phobia-Demo gespielt hast. Spieldauer 1 Stunde 18. Hier, können wir nochmal weitermachen? Ah. Okay. Tja.
Ich hätte mich, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen umgeschaut. Das ist aber viel ausgelassen. Das glaube ich auch, Strangy. Aber so funktionieren Knöpfe, ja? Deswegen ist das auch immer totale Abzocke, wenn du eine Tastatur mit remappbaren Tasten kaufst, weil du ja einfach die Keycaps umstecken kannst. Big Brain. Das hat am Ende 2 Stunden 37, glaube ich. Hui. Okay. Ja. Also, ich würde sagen, das Spiel ist ganz cool. Man merkt auf jeden Fall, dass das von Resident Evil und Outlast inspiriert ist. Was nicht schlecht ist, ist cool, so eine Mischung dazwischen zu haben. Mir gefällt besonders, dass man keine Batterien bei dieser blöden Kameranachtsicht hat. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen werde. Ich werde es erstmal auf meiner Wunschliste lassen. Ich guck mal kurz, ob es da überhaupt schon ist. Moment. Shop. Wunschliste. Es ist tatsächlich schon da drauf. Ich schieb's mal ein bisschen höher. Es gab noch 2 Spiele, von denen wir die Demos spielen wollten. Welche waren das nochmal? Wisst ihr die noch? Die hatten wir, glaube ich, auf eine Liste geschrieben. Habe ich die in meinen Stream geschrieben? Guck mal kurz. Du wolltest Trenbau spielen, ja. Aber wir haben noch andere Demos und eigentlich würde sich anbieten, jetzt noch eine andere Demo zu spielen. Tormented Souls ist auch ein cooles Horror-Game, hat auch eine Demo auf Steam. Ah, cool. Nein, ich will nicht nochmal den Stream-Manager hier laden. Mann, ich möchte einfach nur zu meinem Kanal Twitch. So, Kanal. Dann pausieren bitte. Okay, The Mortuary Assistant. Von dem gibt's eine Demo. Dann können wir das doch machen. Mortuary Assistant Demo können wir uns noch angucken. Ja, Mütze stimmt für Franbau. Und Franbau steht sogar auch noch da drin. So, also Phobia-Demo nehme ich dann jetzt mal bei, spiele ich demnächst raus. Haben wir ja jetzt gemacht. So. Und The Quarry, stimmt, davon gab es auch noch eine Demo. Ich guck mal, welche davon kleiner ist, weil die müssen wir auch noch runterladen. Ich stell mal eben Kategorie jetzt auf. Ich mach das in dem Ding hier. Kategorie stelle ich mal eben auf Just Chatting. So. Und dann gucken wir mal kurz. So. Und dann verlasse ich schon mal das Spiel. So. Und dann gehen wir wieder hier hin. Yep. Machen wir hier wieder unser Waldsoundtrack. Jedenfalls hast du gut gespielt. Bin erstmal weg. Würde mich aber freuen, wenn du Phobia demnächst spielst. Bis dann, Claire und alle anderen. Ja, mal gucken, ob ich Phobia spiele. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Wir haben ja noch genug andere Spiele. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Empfehlen. War eine coole Idee. Und bis demnächst, Strangy. Ja, dann gucken wir mal. The Mortuary Assistant. Ich gehe jetzt auch. Bye, Anja. Tschüssi. Schön, dass du da warst. Warte mal, wo ist die Demo hin? Ah, da. Direkt in meinem Gesicht. Okay, die Demo für Mortuary Assistant hat 1,5 GB. Und die Demo für was war das andere? The Quarry. Warte mal, war The Quarry nicht das Spiel, was von den Until Dawn-Machern war?
Von daher gehe ich mal... kostenlos? Offizielle Testversion spielen. Ja, genau. Das ist es. Aber das wird bestimmt größer sein. Hä? Also The Quarry ist jetzt in ihrem Steam-Account registriert. Okay, schön. Offizielle Testversion. Okay, und das volle Game kostet 60 Euro. Nee, nicht The Quarry. Doch, The Quarry. 46 GB. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt runterlade. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns die Demo von Mod Resist noch an. Und die Demo von The Quarry gucken wir uns dann wann anders an. Ich habe auch das Gefühl, dass wir für die Demo von The Quarry wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen werden. Also ein bisschen Zeit brauchen werden. Weil da so ein Style von Outlast kann ich mir vorstellen, dass das eine Sache ist, wo man länger für braucht. Ich meine, Big Brain, wir gucken jetzt einfach mal auf How Long to Beat. Ist The Quarry überhaupt schon draußen? Ich habe gesehen, dass man es kaufen kann. Ach krass, schon fertig. Mein Internet ist echt flott. Ja, ist schon draußen. Größtenteils positiv. Ha. 10. Juni kam das raus. Interessant. Okay, also, The Quarry hat nur eine Spielzeit von 9 Stunden? Und Demo steht da gar nicht. Okay, und das andere... Mortray Assistant... Dafür sollte ich Mortray wahrscheinlich richtig schreiben, damit er auch was findet. Mortuary. So. 1,5 Stunden. Ist ja echt nicht viel. Dann schauen wir uns mal kurz die Demo an. Und wenn wir die Demo da von uns angeschaut haben, würde ich sagen, hören wir für heute auf. Aber... Jetzt ändere ich mal eben den Streamtitel in The Mortuary Assistant. The Mortuary Assistant Demo. Ich nenne das einfach mal ein Tag als Gerichtsmediziner. Was ist überhaupt Mortuary Assist? Ist Mortuary Assist? Ist das Bestatter? Oder ist das... Ich glaube, das ist Bestatter, oder? Also Mortuary ist auf jeden Fall Leichenwachs, Leichenhalle. Also sagen wir mal, ein Tag in der Leichenhalle. Ein Tag in der Leichenhalle. So. Und wir nehmen einfach mal als Icon falsches Programm. Ich drücke immer die falsche Keycomp. Einen Totenkopf. So. Mal schauen, ob es wirklich nur ein Tag wird. Ja. Mal schauen. So, ich denke, ich habe alles geändert. Sieht gut aus. Dann schauen wir jetzt mal rein. So, spielen. Und wir gehen hier rüber und hoffen, dass es aktualisiert wird. Oh, und ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier... Ah, das sieht man zum Glück gar nicht. Aber ich bin mich hier gerade ein bisschen am Jucken, weil ich so ein... nervigen Mückenstich hatte. Ich habe es geschafft, den ganzen Sommer davon aus dem Weg zu gehen. Aber heute Nacht war ein so ein Vieh da, was ich leider nicht platt gekriegt habe, was mir bestimmt so 4 Stiche oder so gegeben hat. Boah, und eine Warnung war da gerade, die ich gelesen habe. Ist bestimmt auch nicht wichtig. Und ihr seht das Spiel nicht, das ist schon mal gut. Ah, jetzt geht's.
Yep, Leichenhausassistent bzw. Bestatter. Ja, genau. So, wir gucken mal kurz in die Option. Wir machen at 60 Hertz. Weil dann muss die Grafikkarte nicht volle Power wegballern. So. Qualität lassen wir auf Ultra. Apply. Hat er das jetzt aktualisiert? Nein. Hallo? Pausung ist an. Was sagen die FPS? FPS sagen 75. Okay, Tutorial-Tipps lassen wir mal an. Steuerung passt, denke ich, auch. Dann würde ich sagen, Start Game. Schauen wir uns mal an. Ich sollte vielleicht den Outer Wilds Soundtrack ausmachen. Ich glaube, der passt nicht so gut. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. Finalize my stuff? That's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Oh, noch ein anderer. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. Ist das vielleicht der... You've done a fantastic job. I'm just not... Der Hauptarzt? That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. Ja, let's go. A huge favor. Let's go. Care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Hat die einen Crush auf den? Fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Haben wir da überhaupt schon mal gearbeitet? Ist das unser erster Arbeitstag? Ich hab so viele Fragen. Keys? Oh. Hallo? Okay, also wenn wir in der Hocke sind, können wir nicht laufen. Also, wir können nicht schleichen. Im Endeffekt. Also wir müssen jetzt erstmal unseren Schlüssel suchen. Das ist direkt nach dem ersten Probetag. Ah, okay. Ja gut, und dann werden wir direkt über Nacht da hingesetzt. I mean, wenn man jetzt schon einen neuen Assistenten hat, ne? Kann man das auch benutzen. Keys. Keys to the apartment. Car in the front of Riverfields. Riverfields. Wahrscheinlich sind das die Schlüssel für die Klinik, also ich nenne das ja für das Leichenschauhaus und Riverfields heißt das. Death and Decay. A book covering the process and science of decomposition. This is a book about death and decay. A deep look into the processes that happen after we die. The pages in this book are not for the faint of heart, but it is the honest and blunt truth about what happens to our organic matter after the heart stops. Hm. Passender Name auf jeden Fall. Nee, Telefon erstmal da liegen lassen. Der Fakt, dass das Telefon so aussieht, lässt mich auch irgendwie glauben, dass das Spiel schon ein bisschen älter ist. Das Selbsthilfehandbuch. Oh, cool. Freut sich, weil der Chef hier gerade gesagt hat, dass sie eingestellt ist. Ach so. Ja, okay. Und deswegen darf die jetzt direkt die Nachtschicht schieben. Ah ja. Emblem. A book about the history of preservation and how people use it to cope with death. When coping with the loss of a loved one, how do we move on? For many, having the memory of their loved ones preserved helps obtain kann ihn nicht lesen,
of closures. But what did we regain? Kann ich auch nicht lesen. Processes of our preservation. How does the embalming process of... Kann ich auch nicht lesen. Differ from the methods of the past. In this work by Redwell, we explore the history of methods of embalming and preservation. When we embalm, we preserve love. Okay. Sense of closure. Das Spiel kam erst vor kurzem komplett raus. Yes, I knew bloody. Ich glaube, also ich habe nur von dem Spiel erfahren, weil Gronkh im Stream gespielt hat und da hat er die Vollversion gespielt, gerade als die rausgekommen ist, glaube ich. Ah. Können wir jetzt uns Kaffee machen? Schade. Ich meine, ich mag keinen Kaffee, aber... Ne? Grandma. Oh. The Sense of Closure hast du ja auch seitdem in Rust Lambdas benutzt. Ja, das stimmt. Ah, Programmiererwitz. Keys to the apartment car in the front of Riverfield. There we go. Habe ich die nicht da hinten schon eingefangen? Also, genommen? Oh. Ja, was sagt das Radio denn? Same song again. Wie geil ist das denn? Same song radio station. Einfach immer den gleichen Song. Warum halt auch die Stimme? Die erinnert mich so an... den einen, ohne jetzt zu spoilern, aus Stranger Things aus der letzten Staffel. Oh, ich mag den Humor. Was haben wir hier drin? Na, können wir wieder zumachen. Na, Zähne putzen machen wir jetzt auch nicht. Oh, noch ein bisschen was essen. So, dann gehen wir mal ins Leichenschauhaus. Boah, es regnet. Ah, wir sind schon angekommen, denke ich mal. Das könnte eigentlich aus Rick und Morty kommen. Ich muss zugeben, ich habe Rick und Morty leider noch nicht geguckt. Das muss ich auf jeden Fall machen, aber ich weiß, alright, dass der Humor so in die Richtung geht. Okay, können wir... So, danke, Tür wieder zumachen. Können wir die Vase fallen lassen? Ein bisschen enttäuschend, dass die jetzt nicht kaputt gegangen ist. Schade. Okay, das hier ist der Eingangsbereich. Und das ist wieder so ein bisschen altbacken hier. Hallo? Probier gerade zu klicken und zu ziehen, aber da passiert nichts. Oh, und im Stream habe ich übrigens auch gesehen... Also ich habe nicht viel im Stream gesehen, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es ein paar Bugs gab. Matchbox, Box of Matches. Cool. Okay, was haben wir da? Rebecca, thank you for coming in on such short notice. The body currently in the embalming room is done, so please return it to cold storage and get started on the next one. I've left the key to the embalming room in the top drawer of the front desk. Raymond, PS, don't forget your clipboard. Okay, das ist wahrscheinlich... damit gemeint? Warum kann ich das Clipboard nicht nehmen? Okay. Hat er nicht Top Draw? Genau, so, da haben wir den Schlüssel. Embalming Room Key. A key to the Embalming Room Hall. Oh. Quick Inventory. Matchbox, Box of Matches. Ist ja wieder eine Documents. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Oh, schön. Quick Inventory. You can attempt to use items at any time. Access to Quick Inventory and choose... access Quick Inventory and choose the item you wish to use. Most but not all places where items can be used will cause the item icon to appear. Was? Jetzt habe ich das gelesen, aber auch nicht gelesen. Ich kann halt Gedanken lesen, ja, ein bisschen. You can attempt to use items at any time. Access Quick Inventory and choose the item you wish to use. Most but not all places where items can be used will cause the item
Icon to appear. Okay. Also wie... Ja, wobei das ist ja... Inventory. Large items are held in your hands. If both items are full, you will need to drop a large item before picking up another. Small items are kept in your pockets. Viewing items. After selecting an item, its description will appear below it. If an item can be dropped, a drop button will appear under the item's description. Okay. Warum können wir jetzt immer noch nicht dieses Clipboard nehmen? Oder meint er da? Ah, das ist gemeint. A clipboard. A clipboard used for forms and keeping track of mortuary tasks. At least I can keep track of things. Okay, das dürfen wir immer noch nicht nehmen. Darf ich da... Darf da auch nicht reingehen? Darf ich hier rein? Ha, hier dürfen wir rein. Box of Matches in FN Matchbox. Genau so. Nee, eigentlich... Ja, doch. Eigentlich bräuchtest du ein Struct, was Matchbox heißt. Und da packst du einen Vektor an Matches rein. Und der Document für das Struct ist a Box of Matches. Und FNU ist Constructs a New Box of Matches. Tank Cleaner. A cleaning solution for cleaning up tanks of embalming machines. Was ist embalming? Ich glaube, das gucke ich mal kurz nach. Embalming. Nee, Box weg mit. Ja, oder. Stimmt! Das ist noch besser. Ember. Einbalsamieren? Okay, das heißt, wir preparen die Buddies, damit die einsam so lange gelagert werden. Ah, okay. Dann nehmen wir nicht noch einen mit. Gibt's irgendwie einen Lichtschalter? Ist ein bisschen dunkel hier. Okay. Können wir nicht anmachen. Naja. So. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Wir haben das Clipboard. Geht noch irgendwas? Und das Teil hier kann ich nicht nehmen. Ah, warte mal. Clipboard. Links steht irgendwie Clipboard leer. Ah, Leertaste. Return Buddy to Cold Storage. Ja. Aber ich komme halt nicht durch die Tür rein, oder? Mache ich irgendwas falsch? That's not it. Ah, ich muss die Tür erst aufschließen. Aber bei einem Struct hätte ich den Witz mit dem Match Statement im Buddy nicht machen können. Ja gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, Fenster lassen wir mal zu. Ah, das ist hier wohl so ein Gang zwischen Hauptbüro und Leichenhalle an sich. Ah! Okay. Auf wieder ins Lager. Ah, C. Okay, wir können nicht woanders hingucken. Doch. Falsche Richtung, I guess. Moment. Ah, doch. Natürlich müssen wir jetzt die Tür aufmachen. Okay, neuer Versuch. So, la 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 la. So, und vermutlich jetzt wieder irgendwie reinschieben. Die Frage ist nur, wo rein? Ah, da ist jemand zu Hause. Hier ist jemand frei. So. Okay, wie... Ah, warte mal. Die Person hat vielleicht noch einen Namen, ne? Steht da aber nicht. Da steht nur Return Body to Cold Storage. Ich denke aber mal... Wie komme ich jetzt hier von diesem Ding weg? Ah, mit Leertaste. Ich denke aber mal, dass wir den... Ich gerade das Licht ausgemacht? Hä? Hä? Warum ist das Licht aus? Ach, das ist doch nur irgendein Namensloser.
Namensloser. Hätte da gerne Licht. Muss ich jetzt erstmal hier irgendwo wieder eine Sicherung reinmachen? Das ist auf jeden Fall ein Lichtschalter. Ach, da, gleich ist bestimmt die Leiche weg. Ja, und dann steht die irgendwo. Hey, wir haben ein Spiegelbild. Cool. Aber als wenn es da kein Lichtschalter gibt. Ah, schau mal an. Access Card, Mr. Davis Workbench. Ah. Können wir nicht einstecken und wegklauen. Limited Access. My new working badge. Ah. Schön, wie die auch alle in unterschiedlichen Schubladen sind. Methanol. A chemical used to hold formaldehyde in solution by preventing polymerization. Can't hold anything else. Okay, das können wir nicht nehmen. Cavity Fluid. Können wir hier vielleicht das Licht anmachen? Computer locked. Oh. Riverfields Work How To. To enter cadaver information. Click the record system icon to open the program. Match the sections on your clipboard to the corresponding sections on the computer. Once all findings have been entered into the system, click submit to print out embalming records. Then file the records up front to begin the embalming. Okay. Night shift. This system is only for Riverfields morticians with access rights. Please enter your night shift code. Der steht bestimmt auf der ID-Karte, oder? Steht da nicht drauf. Steht er da? Auch nicht. Okay, also wir haben keinen Code, um da ranzukommen. Ah, Note Key that belongs to Mr. Delver. Können wir auch nicht nehmen. Warum genau arbeitet man nachts in der Leichenhalle? Ja, weil die Berichte müssen fertig werden, Mütze. Warum war da ein komisches Geräusch? Das gefällt mir nicht. Warum kriege ich jetzt Gänsehaut? Das ist schlimm. Ich will da nicht rein. Einfach Tür zu machen. Gibt es irgendwo vielleicht eine Taschenlampe oder wie kriege ich da wieder das Licht an? Ohne Licht gehe ich da auf keinen Fall rein. Können wir auch nicht drücken. Na, ist wahrscheinlich noch in deren Arbeitszeit und das sind immer Leichen. Desto früher, desto besser. Ja, stimmt. Man will ja natürlich nicht, dass die vergammeln. Ach, nee, hä? Mir kommt es so vor, als hättest du bei dem Geräusch auch was sehen sollen. Also es ist entweder einfach nicht passiert oder wir sind beide blind. Oder das Spiel ist verbuggt, weil es ist halt. Sind das Augen oder ist das? Okay, das ist. Hä? Warte mal. Scheint gerade das Licht, ohne dass das Licht scheint? Schließ die Tür. Ja, natürlich schließe ich die Tür. Durch mich durch. Spiel? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Und guck dann rechts von der Tür. Ah. Ah. Schau mal an, die Leiche steht da noch. Oh, wir haben sogar ein Krematorium. Jetzt wissen wir nur immer noch nicht, wie hier der Kollege heißt. Ist das Therion Gracia? Hoffen wir mal.
Dass die Lampe da noch so aussieht, bestimmt ein Bug. Bestimmt. So. Wie können wir das hochfahren? Hallo? Wie macht man das? Der gute alte Heizofen. Man. Hä? Ah. Ah, okay. So. Wieder ab in die Kühlung. Zack. So. Ah, Retrieve Buddy from Cold Storage. Hier links war doch jemand drin. So. Zack. So, jetzt einmal hier rausfahren. Die sieht schon... Bitte leise sein, dankeschön. Ah, Alter, diese Animation. Boah, ich glaube, die ist schon ein bisschen länger hier. Okay, Karen. So, einmal hier die Tür auf. Hallo? So. Oh, bitte. So, lalalala. Dann schauen wir mal, was wir gleich so für sie tun können. Alright, let's check you out. Ja, let's check you out. Record any distinguishing marks. Enter marks into computer and report. Okay. Rotate. Die Hand bewegt sich von selber. Okay, also ich würde sagen, verbrannt. Also, Hand ist auffällig. Warte mal. Oder auch nicht? Wird das automatisch akzeptiert? Rotate. Ah, oh, da ist was. Ah, wir schreiben das automatisch auf. Ah, das heißt, ich muss bestimmt bei dem Arm draufklicken. Nee. Okay, dann sieht das wohl wirklich so einfach aus. Ah, Kopf, Arme, Beine. Das Klemmbett ist total hilfreich. Ja. Wahrscheinlich kann man nichts anderes hier auch untersuchen. Weil vielleicht schneiden wir die noch auf. Weiß ich nicht. Ich will immer Rechtsklick zum Weggehen drücken, ey. Glaubt das auch nichts? Ne. Okay. Und jetzt noch Kopf. Center Head. Rotate. Da ist nichts. Okay, also nur Rücken. Da hat jemand geklopft. Concussion. Right shoulder. Da klopft irgendjemand. Was zur Hölle war das? Bitte steh nicht auf. Hier hat jemand die Schränke aufgemacht. Mann, was eine Unordnung. Warum habe ich so eine krasse Gänsehaut jetzt? Gibt's hier eine Tür? Natürlich gibt es hier keine Tür. Okay. Ja, dann entern wir die jetzt. Record System. Name. Ah. Age. Right shoulder. Concussion. Submit. Alter. Unser hochmoderner Drucker hier hinten druckt das auch fein säuberlich aus. So. Embalming. File the copy up front.
Embalming report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the deceased. File up front so they are available if requested. I can't hold anything else. Ach so, die kann das nicht mitnehmen. Rob. So. Okay. Wo kommt der jetzt hin? Ja, wir haben das eingegeben. Und jetzt? Kommt bestimmt nach vorne. Ah. Oder auch nicht? Time to embalm. Ha, hab ich gemacht. Okay. Mix Embalming Fluid and Pump. Methanol, Hämatant, Formaldehyde und Glutaraldehyde. Ich glaube, eins davon war das hier, oder? Ne, das ist zum Saubermachen. Wo ist denn der Mixer da? Hallo? Uiuiui. Das muss eigentlich mal hier gemarkt werden. Alter. Das war ja erschreckend. Skalpelle gibt's also auch. Jumpscares. Ja, Jumpscares. Yippie. Okay, also, wir brauchen... Ne, Bleaching Agent brauchen wir nicht. Tissue Builder brauchen wir auch nicht. Formaldehyde, das brauchen wir. Wo ist denn der Mixer? Das ist der Mixer? Cavity Fluid, glaube ich nicht. Ist der Mixer vielleicht hier drin? Ne, das ist abgeschlossen. Ist das hier der Mixer? That's not it. So. Puma irgendwas. Das ist es auch nicht. Das brauchen wir, glaube ich. Hauen wir da rein. Methanol und... Ich glaube, das hatten wir hier, ne? Ja. Methanol. Ab in den... Bitte nicht bewegen, wir hier... Sie sind tot, sie können das gar nicht. Nimm bitte die Hand wieder runter. Zeigst du irgendwo hin? Boah, leckt das jetzt gerade. Holy shit. 25 FPS? Grafikkarte ist bei 100%. Was geht bei dem Spiel denn ab? Ist irgendetwas schlecht optimiert? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt dahin gehen will. Hilfe. Wir mixen erstmal fröhlich weiter, okay? Hallo? Ich hab gesagt, wir mixen weiter. Ich will mich nicht umdrehen. Alter, also dass ich jetzt so wenig FPS habe, das ist schon nervig. Ach, das ist nur der Kryptominer, den ich dir letztens installiert habe. Ach so. Ja. Also die gute Frau hier möchte, dass wir da lang gehen. Ah, wenn es sein muss. Warum ist der Gang jetzt unendlich lang? Ah, guck mal, die FPS kommen langsam wieder. Ich lass das mal an, ich will wissen, wann die besser werden. Irgendwas sagt mir, dass ich mich umdrehen muss, damit das hier endet. God has left you. Ah, ja. Umgedrehtes Kreuz von uns aus gesehen. Hell? Wie weit noch? Schon wieder. Kann es sein, dass wir uns wiederholen? Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung.
als das. Boah, das ist richtig. I am here. Ich hab so Gänsehaut. Warum spiele ich das eigentlich? I'm here, God has left you. Okay, wir gehen nochmal in die andere Richtung. Vielleicht passiert dann was. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Layers of Fear. Da hat was gelegt. Da steht was. Seht ihr das? Kommt es auf uns zu? Das sind. Da steht wem, wer. Ich glaube, wir sollen auf die Person zulaufen. Ich finde auch krass, wie das einfach konstant 30 FPS sind. Die bewegt sich. Warum erschrecke ich mich überhaupt? Das war so klar. Irgendwie krass, wie jetzt die FPS einfach direkt um 20 besser sind. Eieiei. Boah, Alter, die ist zur Hölle. Hast du den Kryptominer jetzt wieder ausgemacht, Mütze? Ah. Jetzt zeigt sie nicht mehr irgendwo hin. Ja gut, dann mixen wir mal weiter, ne? Ich glaube zumindest, dass das hier war, oder? Jo. Ne, Tank Cleaner wollen wir nicht haben. Gibt's hier sonst nichts? Hallo. Kann ich das vielleicht nehmen? Oder muss ich da nicht ran? Ah, sind das Sicherungen? Warum gibt's denn hier keinen verdammten Lichtschalter? Wer baut denn diese Sachen? Okay, aber wir brauchen noch eine Zutat. Die da wäre... Humels Tant. Ah! So, okay. Rein in den Pott. Müssen wir den jetzt noch irgendwie anschalten? Ah, nee. Moment. Oder doch? Make an incision on the carotid artery and jugular vein with scalpel and forceps. What? Also, irgendeine Arterie soll ich durchschneiden, glaube ich. I can't use that here. Ugh. Ich hab wohl keine Lust, das. Huh? Warum steht sie jetzt draußen? Passiert das eigentlich in echt oder stellen wir uns das nur vor? Wenn wir uns das vorstellen. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist keine gute Idee, dann. Okay. Achtung, sie springt auf uns zu. Ja. Ah, das erschreckt mich nicht mehr. Ein Pentagramm. Ja, und jetzt abgeschlossen, natürlich. Da hat aber jemand keinen Bock, aufgeschnitten zu werden. Nee. Hallo? Sind gefangen. What should I do? Help. Vielleicht in die Lampe gucken? In den Boden gucken? Ah! The flash of fire and ashes of flesh will herald the coming of my house. What? Glaube nicht. Da will jemand, das war zu ihm kommen.
Wir haben Süßes. Ja, okay, dann... Lande ich jetzt am Ende auf dem Tisch? Wo zur Hölle sind wir jetzt? No! I'm not going! Hey, you! Please! Don't! Was? Das erinnert irgendwie sehr stark an Layers of Miss Owens. What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Haben wir vielleicht Halluzination? Yeah. Thank you. Aber warum arbeiten wir dann in der Leichenhalle, wenn wir an Halluzinationen leiden? I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. Okay. Ein Tropfen Blut. Beschienen von einer Lampe. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Was zur Hölle will uns das hier sagen? Some kind of clay disc with markings. Ja, four empty slots. Wir können das auch nicht einpacken. Banishment of God. Was? Most important thing? Das. Sorry. You killed him. No! Ich bin des Todes verwirrt. Ist das die Frau von ihm? Was ist gerade passiert? Kann das jemand erklären? So, jetzt aber bitte nochmal. So, hier. Zack. Und jetzt anzünden. Force Clamps. Ja, wo haben wir denn die Force Clamps? Sind hier irgendwo Force Clamps? I think not. Sind das Force Clamps? EVC-Tubing. Ja, werden wir auch noch brauchen. Warum denn da anzünden? Pack die doch in den Ofen. Ja. Warte mal. Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man ein halbes Medizinstudium für dieses Spiel hier braucht. So, okay. Also, dann da rein. Und jetzt? Clamp tubing to both veins and connect to embalming pump. Clamp tubing. Nee, falsch. Wo war denn jetzt Clamp tubing? Das hatte ich doch eben auch schon gelesen. Oder ist das hier? Nee, das war der Schlauch. Wo war das Clamp tubing? Reservoir bag? Hallo? Gucken wir mal, ob das ist, was die meinen. I can't use that here. Und da? Warum zur Hölle machen wir das? Wollen wir das Blut irgendwie reinigen oder so? Ach nö. Da steht schon wieder jemand. Okay. Engage pump and let body drain. Okay. So, da wird einmal kurz leer gemacht. Vielleicht passiert doch irgendwas. Gott, ist das laut. Ich bin nicht mal ein bisschen weg. Ist echt laut. So, wenn wir damit fertig sind, werden die Dinger entfernt. Ja, so, fertig.
So. Okay. Bestimmt werden wir jetzt angefasst, wenn wir das entfernen. Oder auch nicht. Fill an empty TV reservoir bag with cavity fluid, then insert Trocar into the abdominal artery. Was für abdominal artery? War das Bauch? Empty TV reservoir bag with cavity fluid. Das sind die, oder? Och, nee. Okay, und jetzt? Wie kann ich denn das überhaupt befüllen? Nee, das will ich nicht. Vielleicht hiermit. So, okay. Trocar into abdominal cavity. Okay, das heißt, wahrscheinlich brauche ich jetzt dieses Ding. To fill body cavities, insert the trocar until it stops to begin the flow of embalming fluid. Once that cavity is full, pull the trocar back and rotate it, then reinsert at a new angle until the reservoir bag is empty. Okay, also jetzt wird ausgestopft. Bestimmt werden wir gleich angefasst. Vielleicht passiert irgendwas. Ich spür's. So, einmal rumstochern, bis es wieder läuft, genau. So. Nochmal Seite wechseln. Ich höre was von rechts. Ich glaube, das Fenster ist jetzt auf. Kann das sein? So, und gleich noch einmal, glaube ich. Ah. Auf der Seite waren wir zwar schon, aber egal. Nochmal die andere Seite. So. Jemand hat das Fenster aufgemacht. Ich mag nicht, wenn das Fenster auf ist. Dann wird's kalt. Lässt du wohl das Fenster zu? Mann. So. Pour Pump Cleaner into the embalming pump to clean it. Pump Cleaner. War das hier? Nee. Ah, warte mal. Ist das Ding, oder? Ja, einmal reinigen. Das war doch richtig, oder? Hoff mal. Jawohl. Alright. Alright. Return body to cold storage. Meinetwegen. Aber irgendwas passt. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. Was zur Hölle? Legen Sie sich bitte wieder hin. Bitte hinlegen. Ugh. Die gute Dame ist weg. Not even one sigil. Can my name be so far from reach? Hallo? I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Ja, wo bist du? Look at this pitiful flesh I am servant to. Ugh. What
Martha's body is no longer mine. Okay, Graham. I have my prize. Okay. What is the prize? Was letzter Preis? Bitte nicht essen. Oh, dieses Geflacker, ey. Warum erschrecke ich mich da überhaupt? Coming Spring 2022. Thank you for playing the Mortuary Assistant teaser. More embedding to the story of Rebecca Owens, the history of the Mortuary, banishing demonic entities, and so much more to come in the spring of 2022. However, as a solo developer, handling every aspect of the game, certain parts of development can take time, and I want the Mortuary Assistant to be the absolute best it can be. Quality will decide the final launch date. Keep an eye on... Uff. Mom, Grandma, du aus dem Altersheim abgehauen. Alter. The game contains flashing lights and loud noises. Ah, okay, das war die Warnung. Also jetzt wissen wir die auch. Was ein Game, ey. Holy. So, aber ganz schnell da raus hier. Wieder schön den Outer Wilds Soundtrack anmachen. Ah, ja. Also, damit deinstalliere ich das jetzt wieder. Aber krass, dass das ein Solo-Dev gemacht hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das Final Game so ist. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt spielen muss. Ich würde erstmal sagen, dass die Demo genug war. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht noch was Neues anfangen. Das war ja heute eher ein kurzer Stream. Aber morgen geht es dann mit Outer Wilds weiter. Wir können noch gerade gucken, oder? Moment, gucken wir mal kurz Sachen. Ja, zum Raiden ist keiner da. Sowas spielen wir jetzt. Wir spielen jetzt, wir gehen offline. Und freuen uns auf Outer Wilds morgen. 16 Uhr meine ich. Guck noch mal kurz nach. Glaub aber, es war 16 Uhr. Ah, da freue ich mich drauf. Ich freue mich richtig auf Outer Wilds morgen. Das wird richtig cool. Ah, Outer Wilds ist so ein gutes Spiel. Aber ich muss noch mal sagen, Phobia hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das mir kaufen werde. Schauen wir mal. Ja. Stream ohne Titel morgen 16 Uhr, Outer Wilds. Ich bin echt mal gespannt, wie Outer Wilds zu Ende geht. Und ich bin auch richtig aufs DLC gespannt. Outer Wilds ist einfach ein richtig gutes Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Nächster Stream ist morgen um 16 Uhr. Und ich würde sagen, Clips wurden, glaube ich, keine erstellt. Check noch mal kurz. Ich denke aber nicht, die werden... angeschickt worden. Du bist noch weit vom Ende. Ja, das sehen wir dann. Mal gucken. Okay. Also, keine Clips. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Bye, bye. Tschüssi.